Herzlich willkommen zum neuen Video, mein Name ist Roger. Ich hatte ja beim Depot-Update gesagt, zum Thema Smart Broker Plus wird es ein gesondertes Video geben. Heute ist es soweit, es ist ein bisschen später geworden. Ich bin ein bisschen erkältet, wie so viele derzeit. Aber ich denke, wir kriegen das Ganze relativ gut über die Bühne. Im Vorfeld schon mal direkt der Hinweis, alles, was ich heute im Video sage, zeige, mache und tue, beruht auf meiner Nutzererfahrung mit Smart Broker Plus. Und was mich halt stört und auch meine Kritikpunkte sind meine persönlichen Kritikpunkte. Das kann halt jeder sehen, wie er will. Wir können gerne konstruktiv in den Kommentaren diskutieren und machen. Wenn es allerdings ausufert, bin ich auch durchaus nicht abgeneigt, den einen oder anderen Kommentar zu sperren bzw. zu löschen. Ja, also wie gesagt, konstruktive Kritik bei allem Unmut, der gleich kommt, soll man schon sachlich diskutieren und beim Thema bleiben. Da hat es nichts damit Beleidigung oder dem oder dass man dann den Unmut über Smart Broker Plus dann halt freien Lauf lässt in Form von Verbalattacken. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber ihr merkt schon, das Video wird, ja, da wird es nicht viel Positives geben leider. Ich würde am Ende, werde ich halt auch sagen, nochmal, ich habe es ja beim Depot-Update schon gesagt, wo meine Reise hingeht. Meine Reise geht zur Consorsbank, ist auch alles soweit eingeleitet, da kommen wir am Ende zum Video dazu. Ich werde euch heute die Web-Oberfläche zeigen, ihr seht schon, ich werde euch auch vom Smartphone, werde ich euch auch die App zeigen, werde euch zeigen, was die Unterschiede sind, werde euch zeigen, wo die Probleme liegen. Werd auch noch mal kurz in den alten Smart Broker reinschauen. Also man hat ja immer noch den Zugang zur DAB-Oberfläche vom alten Smart Broker. Das Verrechnungskonto ist ja gesperrt und die Positionen sind ja alle zu Smart Broker Plus übertragen worden. Das werde ich euch zeigen. Ich werde viele meiner persönlichen Kritikpunkte auch noch mal in diesem Wall Street Online Forum, in diesem Feedback-Thread mal aufgreifen. Also ich stehe mit meiner Kritik nicht alleine. Ich werde aber es auch nicht schaffen können, alle Kritikpunkte abzuarbeiten. Also holen wir einfach dieses Thema Anleihen. Ich habe keine Anleihen, bin also jetzt von dieser Problematik nicht betroffen. Thema Bruchstücke. Ich habe keine Bruchstücke mehr. Ich habe alle Bruchstücke, bevor der Umzug von Smart Broker zu Smart Broker Plus durchgeführt wurde, verkauft. Derzeit bleiben die Leute bei Smart Broker Plus zum Beispiel auf ihren Bruchstücken sitzen. Der Handel oder der Verkauf davon ist Stand heute noch nicht möglich. Und ja, aber kommen wir mal dazu. Wir fangen ganz einfach mal mit den Grundproblematiken an, die es im Moment derzeit gibt. Ich will es euch jetzt mal ganz einfach zeigen. Das hier ist jetzt, machen wir den Hintergrund, dann sieht man es besser. Das ist ja jetzt mein Smartphone, da haben wir die Smart Broker Plus App. Die kann ich dann aufrufen. Da muss ich dann mit meinem Fingerabdruck, kann ich das Ganze freischalten. Jetzt hat es mal funktioniert. Leider funktioniert es öfters mal auch nicht, dass ich halt zum Beispiel den ganzen Tag nicht einloggen kann. Dann bleibt der Bildschirm einfach schwarz. Man sieht dann halt hier im Depot, wenn man unten, wenn man dann, ich gehe nochmal auf die Hauptseite, ich zeige es nochmal, wenn man hier auf Depot geht, sieht man dann halt die, na, seht ihr, das war zum Beispiel jetzt ein Beispiel, seht ihr dann halt die ganzen Positionen. Ich scroll da jetzt mal einfach so durch, das funktioniert jetzt gerade mit dem Mauszeiger. Und ja. Das funktioniert alles soweit, das ist auch alles soweit in Ordnung. Ich hatte ja auch schon Käufe gemacht, zum Beispiel der Aberdeen Asia Pacific Income Fund hier oben. Den habe ich zum Beispiel nur bei Smart Broker Plus gekauft. Das hat auch alles soweit gut funktioniert. Primär geht es in der Kritik vor allen Dingen halt um das Thema Einzahlung, Auszahlung, steuerliche Hintergründe. Wenn man jetzt einzahlt, was die Baader Bank betrifft, wann man endlich über sein Geld verfügen kann. Ja, dann oftmals, ich meine, man kennt es ja mittlerweile auch schon seit Jahren bei IKEA, das Duzen ist in der Gesellschaft angekommen, genauso wie das Gendern zum großen Teil. Will ich mich jetzt nicht heute drüber auslassen. Aber es ist halt einfach so, je nachdem, was man gerade so in der App macht, kriegt man manchmal auch eine Meldung, ups, da ist was schiefgelaufen, aber dafür siehst du heute gut aus. Ja, ne, also, ich meine, wir reden jetzt hier nicht über ein Handyspiel, wo vielleicht mal ein Ingame-Kauf schiefgelaufen ist. Wir reden halt über Geld, über Depots, wo die Leute 5, 6, vielleicht sogar 7-stellige Depots haben. Und wenn dann in der App etwas nicht funktioniert, ist halt zum Beispiel sehr, sehr schlecht. Was halt auch absolut
nicht richtig funktioniert, ist zum Beispiel, man macht eine Kauforder oder man macht eine Verkaufsorder und die kann man nicht ändern. Man muss also diese vorhandene Order muss man erstmal löschen. Dann kann man diese Order neu eingeben. Limit Orders gibt's auch nicht. Soll irgendwann mal kommen, demnächst, wie bei so vielen Sachen. Der Anleihenhandel haben sie jetzt nochmal verschoben. Jetzt wird es wahrscheinlich Mitte Dezember, Anfang Januar. Und dann haben wir zum Beispiel hier im Profil, haben wir zum Beispiel den Ordner Dokumente. Will ich mal kurz zeigen. Und da haben wir dann hier zum Beispiel Kosteninformationen und Wertpapierabrechnungen. Und da steht dann, wenn du mit Wertpapieren gehandelt hast, findest du alle Einzelabrechnungen hier. Dann hast du die Pro- und Kontoauszüge, dann hast du das Thema Steuer, Kapitalmaßnahmen, dann Mitteilungen. Das wissen wir selbst nicht, aber was nirgendwo anders passt, kommt hier rein. Und dann halt der Vertrag zum Smartbroker plus Konto und Depot. Und hier sieht man dann diese ganzen Wertpapierabrechnungen. Die kommen allerdings halt verzögert an, als wie man es bei der Baderbank sieht. Ne? Also das schon mal da dazu. Manchmal sogar erst 2 Tage später, auch was Dividendenabrechnungen betrifft. Das kommt halt wirklich später an. Nochmal ganz kurz, Steuerangelegenheiten. Da will ich zum Beispiel einen Kritikpunkt, wo ich auch davon betroffen bin. Und zwar, hier steht halt, Freistellungsauftrag nicht erteilt. Und bei mir ging es halt um einen gemeinschaftlichen Freistellungsauftrag, also nicht 1.000 Euro, sondern 2.000 Euro. Den kann man halt hier noch nicht eingeben. Hier ist der Maximalbetrag 1.000 Euro. Wenn man einen gemeinschaftlichen Auftrag erteilen will, muss man das über ein Formular machen. Aber allein das über ein Formular zu machen, ist schon ein Krampf. Das ist so halb digital und halb 90er, 2000er Jahre, würde ich mal sagen. Und zwar muss man dann, ich zeige es nochmal, ich schneide auch nicht groß was aus dem Video raus, einfach aus dem Grund, damit ihr seht, dass das alles eine unheimliche Sucherei ist. Und zwar, wo haben wir es denn? Depoteröffnung, Bestandskunden, Depotübertrag, Kontoführung, Handeln, Steuern. Hier, werden bereits gezahlte wie kann ich einen gemeinschaftlichen Freistellungsauftrag mit meinem Ehegatten und Lebenspartner erteilen? So, und da muss man dann halt ein Formular runterladen. Ja, also das anders da funktioniert das halt nicht. Und wenn ich jetzt nochmal, ich mache es jetzt extra nochmal auf dem Handy, mache ich es hier nochmal auf, dann gehe ich hier auf Profil. Wo war das jetzt? Wo war es denn jetzt? Ja genau, fülle bitte das Formular Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehegattenübergreifende, lebenspartnerübergreifende Verlustrechnung vollständig aus. Die Unterschrift der beiden Beteiligten ist erforderlich und lade es in der App im Kontaktformular unter dem Betreff gemeinschaftlicher Freistellungsauftrag hoch. Fürchterlich. Also es ist, wenn ihr jetzt hier nochmal ins Profil geht, dann könnt ihr hier auf Hilfe gehen. Und dann könnt ihr hier, wo ist es denn, Steuern. Dann habt ihr hier auch nochmal das Ganze. Und dann könnt ihr hier auf S-Freistellungsauftrag, das müsst ihr dann runterladen. Dann müsst ihr euch das Ganze ausdrucken oder halt digital signieren. Ich weiß nicht, ob die Baderbank das akzeptiert, kann ich euch nicht sagen. Und anschließend, ihr merkt, das ist fürchterlich von der Handhabung her. Es ist absolut eine Katastrophe von der Handhabung her, die App. Na, das ist, da kriegt man echt die Motten. So, wenn man jetzt nochmal auf Profil, ich mache es jetzt einfach mal so, also nicht böse sein, weil ich jetzt nicht gerade in die Kamera gucke. Ich finde es jetzt nicht. Es gibt irgendwo noch die Funktion Sonstiges. Du brauchst noch Unterstützung, genau hier. Da muss man dann klicken oder mit dem Finger drauf, dann kann man hier auf Kontaktformular klicken. Dort bei Betreff wählt man dann halt aus Steuern.
Beziehungsweise, hier Einreichung, Formular, gemeinschaftlicher Freistellungsauftrag. Dort müsst ihr dann das Dokument anhängen. Dieses Dokument hat zwei Seiten. Die müsst ihr allerdings zusammenfügen als eine PDF-Datei, weil zwei PDF-Dateien könnt ihr nicht hochladen. Das funktioniert halt nicht. Und ihr merkt schon, der Puls geht langsam nach oben. Ich habe dieses ganze Prozedere jetzt einmal gemacht und es ist einfach zum Mäusemelken. Es ist einfach zum Mäusemelken. Man kriegt echt die Krise. Das macht auch keinen Spaß. Man hat vorher gesagt, die neue App soll State of the Art sein. Also die App ist alles nur nicht State of the Art. Die App ist voller Bugs. Man kommt sich vor, nicht wie eine Beta, sondern eine Alpha-Version, dass man halt so eine App auf die Anleger loslässt. Ist absolut dilettantisch. Das geht überhaupt nicht. Und ich habe ja jetzt selber nicht wirklich viel verkaufen wollen, aber gerade die am eingangs beschriebenen Situation, dass ich meinen ganzen Tag hier nicht einloggen kann und dementsprechend handlungsunfähig bin, ist eine Katastrophe. Das ist absolut eine Katastrophe, ein absolutes No-Go. Ich will euch jetzt mal noch was zeigen. Und zwar, hier ist mein Handy. Und wenn ich jetzt auf dem Desktop einloggen will, gehe ich hier auf Einloggen, mache dann hier auf Einloggen und dann kriege ich auf dem Handy dann halt die Meldung, Smart Poker Freigabe erforderlich. So, dann gehe ich da drauf, dann kriege ich die Meldung hier, dann mache ich freigeben. Ja. Und wenn ich dann hier unten jetzt schließen mache auf dem Handy, da bin ich sowohl auf dem Handy als auch auf dem Desktop eingeloggt. Ne? Also so sieht das Ganze dann auf dem Desktop aus. Ja, aber ich will zum Beispiel gar nicht auf dem Handy eingeloggt sein. Ich will euch da jetzt mal ein Beispiel zeigen, wie das zum Beispiel bei Scalable funktioniert, wenn man diese Zwei-Wege-Authentifizierung aktiviert hat, was man halt schon machen sollte, oder wie das zum Beispiel bei der Consorsbank funktioniert. Und dann wisst ihr, glaube ich, auch genau, was ich meine. Jetzt gehe ich hin, mache das hier zu, logge mich hier wieder aus. Und jetzt gehen wir einfach mal, zeige ich euch das bei Scalable. So. Dann logge ich bei Scalable, logge ich ein. Dann kommt dann halt die Meldung auf dem Handy. Es wurde ein Login-Antrag für Ihr Konto erstellt. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. So sieht das Ganze aus. Da gehe ich dann drauf. Da kommt Freigeben. Der Daumenabdruck, Fingerabdruck. Und dann ist die App geschlossen. Dann ist die App auf dem Handy geschlossen. Ich bin wirklich nur auf dem Desktop eingeloggt. Und das zeigt halt auch schon die Problematik, dieses Thema, alles ist verbunden mit dieser einen App, was die Sache dann halt auch wirklich sehr, sehr schwierig macht, wenn zum Beispiel das Smartphone mal nicht funktioniert. Dann seid ihr genauso handlungsunfähig, als könntet ihr den ganzen Tag nicht einloggen. Ist natürlich auch nicht so schön. Ich zeige es euch jetzt zum Beispiel auch mal bei der Consorsbank. Ich mache jetzt hier mal ein neues Fenster. Consorsbank. Mache ich hier mein Login, einloggen, da kommt dann halt die Mitteilung hier, neue Mitteilung, mache ich hier auf, Fingerabdruck, freigeben und dann bin ich im Konto eingeloggt, fertig. Generell ist es halt bei der Consorsbank genauso, wie es halt vorher auch bei Smart Broker Plus war. Das möchte ich euch auch mal ganz kurz zeigen, und zwar wenn ich jetzt hier hingehe, mach das hier hoch. Moment, so. Dann habt ihr einmal eine App für das Online-Banking oder für das Depot-Banking selber. Das ist die Consorsbank. Und dann gibt es eine Consorsbank Secure Plus. Die ist fast genauso wie die DAB Secure Plus App. Im Hintergrund ist ja halt die DAB Bank. Und, aber es ist alles voneinander getrennt. Dann, den Kollegen hier kennt ihr ja noch. Und zwar ist das ja der TAN-Generator, den ich euch damals vorgestellt habe, damit man überhaupt keine App braucht, sondern halt das über den TAN-Generator machen konnte. Den musste man damals für 24 Euro, 25 Euro kaufen einmalig. Und diesen gleichen Generator gibt es auch für die Consorsbank. Steht dann halt, hier unten ist dann halt auch so ein Logo. Und dann ist man komplett unabhängig davon. Man muss auch dieses Online-Banking oder diese App, Consorsbank-App, muss man benutzen. Die ist allerdings, das möchte ich euch auch mal kurz zeigen,
Es geht mir darum, jetzt nicht zu sagen, was ist besser, was ist schlechter. Es geht einfach nur um die Handbarkeit, dass ihr seht, was ich da so am Rummeckern bin. So, zum Beispiel, jetzt gehe ich hier rein. Da kommt dann halt die Verifizierung. So, und das ist die App von der Consorsbank. So sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt die Tage mal 50,40 Euro überwiesen. Das war zum Beispiel auch eine Sache. Ich habe morgens um 8 Uhr 50,40 Euro überwiesen und mittags um 15 Uhr war es auf dem Konto. Könnte ich jetzt damit handeln? Habe noch nichts gemacht. Das werde ich jetzt die nächsten Tage, werde ich die ersten Käufe anstoßen, habe nochmal Geld überwiesen, das ist am Montag jetzt drauf. Das ist also richtig schön, schnell, so wie man es auch beim alten Smart Broker gewohnt war, aber die Zeiten werden wahrscheinlich halt leider Gottes nicht mehr kommen. So. Und ja, es funktioniert vieles nicht. Dann möchte ich jetzt halt mal auf einen Punkt eingehen, der mich richtig, richtig kritisiert oder den ich halt wirklich richtig kritisiere. Und zwar das Thema, wie lange darf eine Überweisung unterwegs sein? Stand heute ist es so, wenn man eine Überweisung auf sein Verrechnungskonto bei Smart Broker Plus macht, sag jetzt mal einfach, wir machen montags eine Überweisung zu Smart Broker Plus morgens um 8 Uhr, dann wird diese Überweisung dienstags, das zeige ich euch jetzt, in eurem Baderbank-Login angezeigt. Ich habe halt hier zwei Adressen. Die 192 ist halt mein Scalable. Das da ist jetzt Smart Broker Plus. Die Baderbank-Website ist auch unheimlich langsam. Und dann wird einen Tag später, anderthalb Tag später, wird dann, sofern ihr eine Überweisung gemacht habt, und ihr seht's, so, jetzt seid ihr dann endlich drin, wird dann halt hier unter Konto und Depot wird dann eure Überweisung angezeigt. Das ist allerdings nur dann bei der Baderbank. Das ist noch nicht dann halt. Gehen wir nochmal gerade hier hin. Das wird allerdings noch nicht hier bei Smart Broker Plus hier auf eurem Verrechnungskonto angezeigt. Hatte mal eine Überweisung, das war am 16. Oktober, da habe ich eine Überweisung gemacht, da ging es halt um den Kauf von dem Aberdeen Asia Pacific Income Fund. Da hatte ich wirklich freitags Geld überwiesen und mittwochs, die Woche drauf, war es dann hier verfügbar. Und das kann es halt wirklich nicht sein, nicht im Jahr 2023. Ich meine, irgendwo ist das halt dann auch wieder so eine Grauzone. Zu dem, was man hier sagt, ja klar, innerhalb eines Tages ist das Geld bei der Baderbank. Aber wann es dann letzten Endes bei Smart Broker Plus ist, damit man auch dann wirklich über dieses Geld verfügen kann, das ist dann halt immer so ein Thema, was dann halt so ein bisschen dauert. Dass es schneller geht, nicht so schnell wie früher beim alten Smart Broker, zeigt aber Scalable Capital. Wenn ich am Montags Geld zu Scalable überweise, ist es Dienstagnachmittag, spätestens mittwochs morgens in Scalable dann halt auch verfügbar. Im Baderbank-Login auch ein bisschen früher, aber dann dauert es nicht noch zwei Tage wie jetzt bei Smart Broker Plus. Und das Ganze hat halt so weit einen Fadenbeigeschmack. Und zwar hat der Kanal Aktienlust vor zwei Monaten ein Interview geführt mit André Kolbinger. Das ist der Vorstandschef von Smart Broker. Und da ging es gerade um dieses Thema Überweisungszeiten. Und es war halt vorher so, Smart Broker hat halt vorher nichts daran verdient, wenn mit der DAB Bank, wenn Kundengelder einfach nur rumlagen, in Anführungszeichen. Und das hat sich jetzt geändert. Und André Kolbinger hat das halt auch erklärt. Ich will es jetzt mal aufgreifen, da geht es ganz kurz los um die Zinsen oder um die Zinsen, den Einlagezins bei der EZB derzeit. Und dann braucht man eigentlich nur noch 1:1 zusammenzuzählen, warum Smart Broker Plus überhaupt kein Interesse daran hat, dass es schneller geht. Auch, dass die Zinsen tendenziell höher bleiben werden und nicht so schnell wieder auf Null oder auf den negativen Bereich zurückgehen werden. Die Einnahmen aus dem Zinsbereich, die vereinnahmt die Baderbank. Ja, die Baderbank ist die Vollbank, die trägt das Geld sozusagen, mal salopp gesagt, zur EZB und hat dort sozusagen den Einlagenzins, den sie vereinnahmt. Und im Rahmen der Kooperation mit der BADA haben wir ein bestimmtes Verhältnis, wie wir daran auch sozusagen mitpartizipieren. Das heißt, wir werden als Firma in Zukunft zinsnahe Einnahmen haben.
Das wird auch ein nennenswerter Betrag sein. Der hängt natürlich immer direkt von den Zinsen und von der Höhe der Einlagen ab. Insofern ist das jetzt noch zu früh, dass man da eine konkrete Aussage zu treffen kann. Ich frage trotzdem mal nach, wie ist das Verhältnis jetzt? Hälfte, Hälfte? Oder dürfen Sie darüber keine Auskunft liefern? Ja, dürfen wir keine Auskunft zugeben. Also es ist weniger als die Hälfte, das kann man schon sagen. Und das hängt auch an verschiedenen Klauseln, das ist ein bisschen komplizierter, aber es ist so, dass wir in dem Bereich... Das Video werde ich euch auch verlinken hier unter dem Video, dann könnt ihr euch das gerne selber mal angucken, das erklärt aber so einiges. Es ist halt schön, dass Smart Broker dann auf diesem Weg Geld verdient, aber es bringt mir halt nichts, wenn ich Geld überweise und kann erst 3-4 Tage drüber verfügen. Das gleiche gilt halt auch bei Dividendengutschriften. In der Baderbank sehe ich die Dividendengutschrift, allerdings im Smart Broker Plus Login sehe ich die Dividendengutschrift dann halt auch erst 2-3 Tage später. Fürchterlich, absolut fürchterlich. So, ich mache das hier mal kurz zu und dann fangen wir jetzt mal mit so ein paar Kritikpunkten an. Dann kommen wir mit dem Hauptkritikpunkt, mit dem fange ich jetzt als erstes an. Ich habe ja auch wirklich, weil ich ja halt wirklich viele Smart Broker Videos in der Vergangenheit seit 2019 gemacht habe, seit ich damals selber zu Smart Broker Plus von Flatex aus gewechselt bin, wirklich viele Videos gemacht, hilfreiche Videos, die Oberfläche gezeigt, konstruktive Videos, auch das Zusammenspiel mit Smart Broker Plus hat wirklich, nicht mit Smart Broker Plus, mit dem alten Smart Broker hat gut funktioniert. Heute kann ich da ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also es war halt auch so, das war ja kein Geheimnis, da ich dort auch einen Ansprechpartner hatte. Offiziell soll ich zwar immer noch einen haben, allerdings hat er gewechselt. Sage ich gleich noch was dazu. Und das lief dann teilweise wirklich so gut, dass zum Beispiel Fragen kamen, hier, kannst du nicht mal gucken, dass du halt bei Smart Broker irgendwie was machen kannst, dass der und der ETF halt sparplanfähig ist. Und das haben wir alles so wirklich hinbekommen, so unter der Hand. Das war wirklich ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel, auch da ich manchmal in Videos was kritisiert habe, konstruktiv, wurde nicht schlecht aufgenommen. Und dann habe ich ja wirklich lange keine Videos mehr gemacht, weil sich halt das Ganze dahin geändert hat, dass halt wirklich viel versprochen und wenig gehalten wurde. Thema App. Es wurde, ich glaube, vor 2 Jahren das erste Mal gesagt, es kommt eine App oder 1,5 Jahren. Die wird super, die wird mega, wir sind da dran. Dann wurde eine Bankenlizenz beantragt, die wird natürlich nicht genutzt. Man nimmt jetzt doch wieder eine Partnerbank als Depotverwalter mit der Baderbank. Und dann kam die App nicht und ich wollte da, wenn es nichts Neues gibt, dann brauchen wir auch kein Video zu machen, nur damit irgendwelche Leute Depots eröffnen. Das will ich halt auch nicht. Es gab auch damals viel Kritik an der altbackenen Smartbroker-Oberfläche, die wir sie halt hatten oder immer noch haben. Jetzt ist es halt eingeschränkt. Das ist ja der alte Login. Und das sieht halt jetzt so aus, wenn man jetzt sein Depot übertragen hat. Man kann jetzt halt noch das Postfach nutzen und das war's. Sag noch gleich was zum Thema Dividenden. Und dann hatte ich Anfang September, als es klar war, dass Smart Broker Plus an den Start geht, hatte ich dann halt auch meinen alten Ansprechpartner angeschrieben. Wie bleibt mir, ob er mein Ansprechpartner bleibt und alles drum und dran. Und er blieb es halt nicht. Allerdings wurde ich dann angerufen von meinem neuen Ansprechpartner. Das war auch, damals war ich der Meinung, es ist ein konstruktives Gespräch gewesen. Heute weiß ich, es kam überhaupt nichts dabei raus. Die 30 Minuten, 45 Minuten, gibt mir Lebenszeit, gibt mir auch keiner mehr zurück. Ich wurde damals gebeten, einen Fragenkatalog einzureichen. Da ging es dann halt aber auch um so Fragen, was ist mit Kunden aus Österreich und der Schweiz? Können die auch bei Smart Broker Plus ihr Depot übertragen? Und auch solche Geschichten. Der Fragenkatalog wurde leider nie beantwortet. Und ja, so viel dazu. Ich hatte damals im Telefonat halt auch gesagt, es wurde in der Vergangenheit viel Glas zerdeppert. Weil viele Leute halt gehofft haben, dass die App halt kommt und ich bekam ja auch da immer wirklich viele Fragen dazu, weißt du da schon was, gibt's da irgendwas Neues, hast du da schon irgendwas gehört? Und konnte dann halt auch immer nur sagen, nee, ist halt so nicht. Jetzt kriege ich halt eine Flut von Mails, was halt alles bei Smart Broker bloß nicht funktioniert. Ich bin halt wirklich genauso betroffen. Die Hotline ist eine Katastrophe, durchkommen unmöglich. Und der Support gnadenlos überfordert. Und auch in meinem Bekanntenkreis haben ja viele Leute bei Smart Broker auf mein Anraten damals, so auf meine Empfehlung hin, Depot eröffnet. Und die stehen jetzt genauso da. Und was ich
bei allen Fehlern, was im Moment nicht funktioniert, was im Moment verbuggt ist, was noch nicht geht, was versprochen wurde und nach wie vor immer noch nicht vorhanden ist an Features, am meisten kritisiere, war dieses Drohgebärden, was man bis zum 28. Oktober gegenüber den Kunden sich abgehalten hat. Und zwar gingen diese Drohgebärden, das Konto wird gekündigt zum Jahresende, die DAB löscht, hebt das Depot einfach auf, du musst jetzt sofort handeln. Ein Countdown wurde eingeblendet. Ich bekam diese Mails nicht, weil ich halt den Übertrag relativ früh zugestimmt habe, bekam aber viele Mails weitergeleitet. Und der Depotumzug war ja am 29.10. dann oder 30. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Und einen Tag nach diesem Umzug, vorher ist SmartBroker überhaupt nicht darauf eingegangen, hieß es dann auf einmal, ja, wer sich nicht für den Depotumzug zu SmartBroker Plus entschieden hat, darf auch gerne sein Depot bei der DAB, also sprich beim alten SmartBroker, behalten. Allerdings, damals hieß es noch bis 31.12., mittlerweile läuft das so, die alten SmartBroker-Konditionen gehen noch bis Ende März und ab 1. April 2024 wird es ein neues Preis-Leistungs-Verzeichnis geben und die Kosten 9 Euro pro Order, 15 Euro pro Order. Da geht es jetzt nicht darum, ist das zu teuer oder ist es billig oder kann man damit leben, das muss jeder für sich selber entscheiden. Allerdings frage ich mich, warum er die Leute dermaßen drangsaliert hat, auf diesen verbuggten Mist zu wechseln, um dann einen Tag später zu sagen, ja, wer will, kann ja trotzdem dort bleiben, wo er ist. Und so geht man nicht mit Kunden um. Das ist das allerletzte. Und der alte SmartBroker war mit Sicherheit nicht perfekt. Thema Aktiensparpläne, aber er war funktional perfekt. Es hat alles funktioniert. Dividenden wurden mehr als taggenau gut geschrieben, Abrechnungen hatten gestimmt, Käufe, Verkäufe, steuerliche Optimierung, steuerliche Korrekturen, Steuerjahresbescheinigungen waren pünktlich da, zeitnah da. Dieses Jahr war es, glaube ich, im April oder im März sogar schon, ich weiß es nicht mehr, also für 2022. Und es ist für mich nach wie vor unverständlich, dass man so ein funktionales Produkt dermaßen gegen die Wand fährt. Und es ist jetzt halt so, die Leute, die nicht ihr Depot übertragen haben und überhaupt nichts in ihrem Depot beim alten SmartBroker haben, deren Depots werden gelöscht. Also es wird also alles bereinigt. Die anderen können einfach erstmal dort bleiben. Und ich weiß nicht, ob das so unbedingt so die feine englische Art ist, dass man halt so mit den Kunden umgeht. Und dann ist halt vor allem halt auch, wie man Probleme kommuniziert. Support-Anfragen, Support-Mails bekommt man halt überhaupt keine Antwort. Hotline gnadenlos überlastet. Und am 17. November hat ja André Kolbinger auch halt gesagt, wie viele Depots dann umgezogen sind, wobei das halt auch ein bisschen verwirrend war, weil da wird einerseits wird dann von Depots geredet, dann wird dann nochmal gesagt, also so viele Kunden sind umgezogen. Die Zahl erschien mir damals ziemlich hoch, einfach weil Wall Street Online ist ja im Prinzip nicht nur SmartBroker, Wall Street Online ist ja halt auch zum Beispiel Fonds Discount. Also diese Zahlen soll man sowieso mit Vorsicht genießen. Aber ich krieg's ja mit, wie unzufrieden die Leute sind. Aber wie gesagt, wer jetzt sein Depot noch dort hatte beim alten SmartBroker, durfte dort bleiben. Das hat man genau einen Tag nach dem Umzug erfahren. Und bis dorthin, wenn man neu zugestimmt hatte, gab es jeden Tag 20 E-Mails, SMS-Nachrichten, teilweise auch Telefonanrufe, wie man mir das geschildert hat. Also ich sag mal, wie so eine Drückerkolonne. Ja, also das ist so das Allerletzte. Ich sehe, das Video hat schon eine halbe Stunde, aber wir brauchen halt noch ein bisschen, bis wir jetzt da durch sind. Dann kommen wir jetzt halt mal zum Beispiel zu einer anderen Geschichte. Lastschriftfunktion für Sparpläne gibt es halt leider immer noch nicht. Also es war ja halt beim alten SmartBroker so, man konnte halt sagen, die Sparpläne buchen vom Verrechnungskonto ab oder vom Girokonto, im Moment nur vom Verrechnungskonto. Sparpläne gehen jetzt halt auch erst seit kurzem, ist auch noch nicht so lange, aber das funktioniert halt auch noch nicht. Nächster Punkt, Dividendenzahlungen. Ist halt jetzt so, das will ich dann euch auch mal kurz zeigen, wo haben wir Dividive hier.
Zeige es euch jetzt mal ganz einfach so. Holen wir jetzt einfach hier die Dividende von Omega Healthcare, die jetzt gerade gekommen ist. Zahltag war am 15. November und am 30. Oktober war der Ex-Tag. Der 30. Oktober war allerdings noch so, da lagen die Wertpapiere noch beim alten Smartbroker. Dementsprechend wurden dann die Dividenden zum alten Smartbroker überwiesen. Und dann dauerte es anderthalb Wochen, bis das Geld dann von der DAB an die Baderbank überwiesen wurde. Dann wurde es dann in der Baderbank angezeigt. Ich zeige es euch mal. Also hier, 15. November. Nicht, dass ihr meint, ich rede da jetzt halt total Mist. Ich kann euch das ja alles zeigen. Ich kann euch das ja alles belegen. Und ich zeige es euch mal ganz kurz. Konto. Ja, 18,44 Euro. Am 23. war es dann hier verfügbar, hier in der Oberfläche von der Baderbank. Überweisung von, das hier ist die alte Depotnummer von vorher. Und dann dauerte es noch anderthalb Tage, bis ich dann den Smartdrucker Plus auf meinem Verrechnungskonto das Geld hatte und konnte es dann abbuchen. Im Moment gehe ich halt hier und buche alles ab. Und was an Dividenden dort noch eingeht. Und so geht das jetzt halt auch zum Beispiel bei meinen Japanern oder hier Petrobras. Zahlt ja auch wieder am 21. November. Dann ist das Geld bei der DAB. Ex-Tag war 22. August. Also das heißt, es geht auf jeden Fall zur DAB. Und dann kriege ich dann wahrscheinlich am 1. Dezember, 5. Dezember, habe ich dann die Kohle dann bei Smartbroker Plus. Und dann haben wir ja noch die asiatischen Aktien. Marubeni, also Japan, Itoshu, KDDI. Ex-Tage alle Ende September. Genau das gleiche Problem. Petrobras hatte zum Beispiel hier am 15. Dezember noch, mal am 27. hier 28. April 23. Das sind alles Dividenden, die noch zur alten DAB gehen und dann zu Smartbroker Plus überwiesen werden. Wobei, ich bin jetzt halt dran, ich habe der Consorsbank geschrieben, DAB verwaltet dort ja auch die Depots, dass wir das vielleicht auch im internen Weg ein bisschen anders da machen können. Ich habe dem mal meine DAB Smartbroker Depotnummer gegeben und mal gucken, ich habe da noch keine Antwort, mal gucken, wie das läuft. Im Prinzip hätte sich Smartbroker, weil die Leute nervt das kolossal, im Prinzip hätte sich Smartbroker diese ganze Arbeit sparen können, indem sie hingegangen wären und hätten den Zugriff auf das Verrechnungskonto hier im alten Smartbroker zum Postmanager offen gelassen. Da wäre das Geld hier eingegangen, ich hätte es abgebucht, den Umweg zu Smartbroker Plus hätte man sich sparen können. Ja, also das ist so, ist halt so, das unverständlich. Also wie im Mittelalter. So, ich zeige es euch mal ganz kurz. Das ist jetzt mein Postfach im alten Smartbroker. So. So. Und dann kann man da rein. Dann sieht man hier, Dividende Omega Healthcare war pünktlich am 15.11. gut geschrieben. Ja. Ne? Also, es ist halt jetzt so: Depotübertrag ist beantragt, allerdings nicht mit Schließung, weil ja halt noch viele Dividenden zu Smartbroker Plus kommen. Das heißt, wenn die Wertpapiere bei der Consorsbank sind, werde ich halt hingehen, werde das Depot bei Smartbroker Plus noch, sag mal, bis Mitte nächsten Jahres auflassen, damit wirklich alle Dividenden dort eingegangen sind und dann wird es dann halt anschließend geschlossen. Ist halt auch nur jetzt so ein Thema Dividenden. So. Dann haben wir hier zum Beispiel was, finanzieller Schaden. Ich kann wirklich jedem nur anraten, der nicht handeln kann, weil er in die App nicht reinkommt, in die Web-Oberfläche nicht reinkommt und dadurch halt ein finanzieller Schaden entsteht. Ich meine, wenn jetzt eine Aktie explodiert und ihr könnt sie nicht verkaufen, könnt den Gewinn halt nicht mitnehmen oder eine Aktie stürzt ab und ihr könnt sie nicht verkaufen, ist natürlich auch nicht so schön. Wichtig ist, der Force 8, ein User hier auf dem Wall Street Online Forum in diesem Feedback-Thread, den werde ich euch auch nochmal verlinken, also diesen Thread, hat auch geschrieben, dokumentiert das, lieber mehr als zu wenig, macht Screenshots. Ihr seid immer nachher in der Beweispflicht. Und da geht es nicht immer um 5 oder 10 oder 100 Euro. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Es kommen im Moment fast tagtäglich Updates zur App, also im Play Store oder halt im Apple Store, wie es auf dem iPhone, glaube ich, heißt. Bin mir nicht sicher, ich habe kein iPhone. Und ja, aber wichtig ist, alles dokumentieren, wie es nur in irgendeiner Form geht. Es gibt auch riesige Probleme, was zum Beispiel den Verlusttopf angeht. Und zwar, wenn ich die App hier jetzt aufmache, kann es euch zeigen. Gehen wir hier auf Profil, Steuern,
Steuerübersicht, steht nichts drin. Steht nichts drin. Ein paar Leute haben ja wirklich mal auf eine Support-E-Mail eine Antwort bekommen, wie man mir geschrieben hat. Und die haben dann gesagt, ja, bei der Baderbank ist das intern hinterlegt. Es wird halt nur noch nicht in der App angezeigt. Bullshit. Absoluter, also ich verstehe nicht, dass man sowas auf die Kunden loslassen kann. Nächstes Thema haben wir hier. Der User Parade. Seit einer Stunde klappt das Einloggen nicht mehr, dann können wir uns ja wieder hinlegen. Ich möchte nicht der Haut decken, der für das Desaster verantwortlich ist. Das wird ganz sicher für diese Leute ein sehr unangenehmes Nachspiel haben. Und das gibt's ständig, ne? Oder es gibt auch kein Gefühl, wann du aus der App rausfliegst. Manchmal fliege ich aus der Web-Oberfläche, mache ich 2 Klicks, peng, bin ich wieder draus, kann ich mich wieder einloggen, nochmal aufs Handy klicken, das machen, das machen, das machen. Also es gibt keinen 4-Minuten-Login, 5-Minuten-Login-Timer oder eine Session-10-App, wie man es halt bei der Consorsbank oder bei Flatex hat. Da haben wir zum Beispiel hier Thema Orderänderungen. Man muss ja die ganze Zeit eine Order löschen, damit man sie und dann neu setzen mit den neuen Konditionen, wie man es haben will. Eine Funktion zur Orderänderung ist in Planung. Da hier allerdings eine Abhängigkeit von der Baderbank besteht, ist mit einer Umsetzung leider erst im nächsten Jahr zu rechnen. Sorry, No-Go. Absolutes No-Go. Und auch wieder der User Force 8. Deshalb habe ich das hier auch so rausgeholt. Der hat es halt wirklich hier ganz genau auf den Punkt gebracht. In Anbetracht der desaströsen Nicht-Funktionalität des Smart Broker Plus, die man hier von echten Usern lesen kann und es unabdingbar ist, dass eine Plattform, wo es um mitunter sehr viel Geld geht für Kunden, beziehungsweise eine finanzielle Schädigung, die beträchtlich sein kann, weil irgendwelche Funktionen nicht funktionieren, die aber zu einer Basisfunktionalität einer Handelsplattform gehören. In Klammern sollten, müssten. Was geht da in den Köpfen der Verantwortlichen vor? Sowas Inakzeptables den Kunden anzubieten und sie zum Wechsel zu Smart Broker zu drängen, beziehungsweise den Vertrag mit der DAB zu kündigen, bevor mindestens die Funktionen wie bei der DAB laufen für einen reibungslosen Handel, kaufen, verkaufen, vor allem zeitgleiche Buchungen, um über sein Cash zu verfügen und mitunter sofortige Neukäufe oder noch wichtiger Trading zu praktizieren. Er schreibt es halt wirklich so auf den Punkt, ne? Und dem kann man auch nichts hinzufügen. Hier, Thema Veräußerung von Bruchstücken. Da hat jemand jetzt wirklich einen Support erreicht. Ja, die Veräußerung von Bruchstücke wird demnächst umgesetzt. Demnächst, aber da haben wir es dann halt wieder. Ja, also, ihr merkt halt leider, man kommt mit Smart Broker, wenn man vom Smart Broker kommt, zum Smart Broker Plus, kommt man vom Regen in die Traufe. Ich bin überzeugt davon. Irgendwann wird der Smart Broker Plus laufen. Man soll ja irgendwann auch diesen Freistellungsauftrag für gemeinschaftliche Veranlagung, diese 2000 Euro soll man ja auch irgendwann digital machen. Das wird allerdings angeblich 6 Monate, 7 Monate dauern, weil da auch das Zusammenspiel mit der Baderbank, weil sie da von der Baderbank abhängig sind. Ich weiß jetzt nicht, ob man alles unbedingt der Baderbank in die Schuhe schieben kann. Ich meine, durch mein Depot bei Scalable weiß ich ja halt auch, ja, die Baderbank ist nicht die schnellste, aber so langsam war sie noch nie bei Scalable. Und bei Scalable komme ich immer jederzeit rein. Es ist auch dort nicht alles perfekt, aber in Sachen Funktion, im Moment fragt man sich einfach, wofür braucht man den Smart Broker Plus? Na, und das ist halt, ich persönlich, ich habe jetzt halt den Depotantrag in die Wege geleitet, habe es direkt zur Baderbank geschickt und jetzt mal so 2-3 Wochen wird das Ganze erledigt sein. Und dann ist das Thema Smart Broker als solches erledigt. Nächstes Jahr werde ich dann das Depot schließen, wenn ich alle Unterlagen habe. Und dann geht halt diese Reise zu Ende. Es werden halt natürlich viele sagen, ja, selber schuld, dass du diesen Wechsel dann noch gemacht hast. Ich hatte das ja schon gesagt, es waren halt auch viele Vorschusslorbeeren. Man muss holen, Smart Broker ist damals gestartet, 2019, dann kam das mit Corona. Und trotzdem hat vieles funktioniert und vieles haben sie umgesetzt. Es war natürlich nicht alles toll und Mitarbeiter fehlten auch vorne und hinten. Aber man hat das Ganze gut bewältigt. Und dann halt auch die Funktionalität. Die Funktionalität war wirklich zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Und
Darauf kommt es am Ende halt an. Für mich ist es nicht wichtig, ob ich jetzt, wenn ich heute Geld überweise, das morgen verfügbar habe. Aber wenn ich 4 Tage drauf warten muss, das geht nicht. Das kann man so nicht bringen. Und am Ende ist es halt dieser Umgang, wie man die Leute zu Smart Broker Plus getrieben hat, richtig vor sich her getrieben hat, um dann einen Tag später zu sagen, ihr könnt euer Depot doch dort behalten. Das ist halt einfach nicht so die Art und Weise, wie man halt mit Kunden umgeht. Das macht man nicht. Und mein Vertrauen ist weg. Ich meine, ich hatte ja schon mal mit der BaFin zu tun, beim Thema Flatex damals, als sie den Depotumzug 6 Monate hingezogen haben zum Smart Broker. Ich habe das alles auch gesammelt. Und ich hoffe jetzt einfach, damit man dieses beidseitige Einvernehmen dann halt auflösen kann, diese Beziehung, sage ich mal, zwischen mir und Smart Broker, sollen sie einfach meine Wertpapiere schnellstmöglich überweisen oder übertragen. Und dann ist das Kapitel beendet. Und dann wünsche ich Smart Broker Plus alles Gute, und aber allerdings ohne mich. Ne? Also das ist halt, und da steht halt auch noch wirklich viel Ärger ins Haus. Wenn ihr da in diesem Wertpapierforum.de oder in dem Wall Street Online Feedback-Thread euch da durcharbeitet, ja, dann war auch zum Beispiel im Play Store, na, komm schon her, kann ich euch auch mal noch kurz zeigen, Smart Broker Plus. Jetzt hat man auf einmal 3,1 Sterne. Mein Gott, geh doch auf. Warte. So. Die hatte zeitlang nur 1,2, 1,3 und dann ging sie innerhalb von einem Tag hoch auf 3,1. Ein Schelm, wer da Böses denkt, dass vielleicht Bewertungen gekauft wurden. Man hat auch gesagt, dass diese Smart Broker Plus App vom Aussehen her, ich meine, das Design ist wirklich unterirdisch. Ich habe noch keinen gelesen, der mir gesagt hat, das Design ist wirklich mega. Da sagt man halt, man will auf jeden Fall noch ein zweites Design anbieten. Auch soon, auch demnächst, auch irgendwann. Ich werde es nicht mehr erleben. Mich hätte das Design auch gar nicht interessiert und halt auch die Farben mit diesem Neongrün, wenn zumindest mal Grundfunktionen funktioniert hätten. Ne? Also hatte auch ein Stück weit das Gefühl, ich habe auch Smart Broker nie zu den Neo-Brokern gezählt. Jetzt 100% Neo-Broker. Und ich denke, ich bin jetzt 46, man gehört vielleicht auch nicht mehr unbedingt zur Zielkundschaft. Man will lieber aufs junge Volk, was wie wild hin und her tradet. Und das kann gut möglich sein. Ich denke halt, wenn Smart Broker nicht schnellstmöglich an der Kommunikation arbeitet, die vorhandenen Nutzer mit ins Boot nimmt, nimmt das hier kein gutes Ende. Ne? Also ich denke dann halt auch auf die BaFin. Ne? Also, weil das hier nimmt halt jetzt mittlerweile Ausmaße an, das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Das kann man so nicht bringen. Da hätte man lieber sollten sagen, nee, wir verschieben die App nochmal, hat man eh oft genug gemacht und fertig. Man hat manchmal das Gefühl, als würden die ihren eigenen Mist gar nicht ausprobieren. Und das kann es halt wirklich nicht sein. Und jetzt habe ich zum Beispiel die ganze Kritik, dass man halt bei der Baderbank muss nochmal ein Depot eröffnen. Am Anfang ging nur dieses Video-Ident-Verfahren, dann hat man noch schnell das Post-Ident-Verfahren nachgeschoben, weil viele Leute gesagt haben, wir haben keinen Bock auf dieses Video-Ident-Verfahren. Es gibt viele Leute, die sagen, sie hätten gerne wieder einen TAN-Generator. Nee, es ist alles, was man auch hier auf dem Desktop macht, ist alles abhängig von dieser App. Und verliert man das Handy, geht das Handy kaputt, ist man aufgeschmissen. Und das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ich für mich habe halt entschieden, ich ziehe jetzt die Reißleine. Es war jetzt halt ein langes Video. Ich denke, der ein oder andere kann es nachvollziehen. Ihr müsst mir auch nicht in allem zustimmen. Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt wirklich nur ein All-Country-World-ETF hat, dann kommt man wahrscheinlich auch bei Smart Broker Plus gut zurecht. Am besten ist er thesaurieren, nicht ausschütten, dann wird es dann halt schon wieder schwierig. Aber sobald es drüber hinausgeht, man hat ein paar Wertpapiere, Einzelaktien etc., und dann kannst du das ganze Ding in die Tonne hauen, Stand heute. Das ist halt ganz einfach so. Ja, also, und das muss ich nicht haben.
Mir ist klar, mit der Consorsbank wird es teurer. Allerdings sehe ich dann halt für mich halt auch die Funktionalität, den Mehrwert, die Zeitersparnis, weniger Ärger. Und wie viel teurer es im Endeffekt für mich wurde, wird man dann halt sehen, wenn ich mal Ende 24 gucke. Ich werde euch, sobald meine Wertpapiere bei der Consorsbank angekommen sind, werde ich euch auch die Consorsbank vorstellen. Einfach, um euch das mal zu zeigen. Gar nicht mehr im Vergleich zu Smartbroker oder Smartbroker Plus. Und ja, es wird auch kein weiteres Thema mehr zu Video zu Smartbroker kommen. Aber so denke ich mal, war das jetzt ganz gut, wie ich es gemacht habe. Und es ist halt irgendwo schade. Ich hoffe für alle, die jetzt auch diesen Wechsel gemacht haben, dass auch alles für euch gut enden wird. Hebt wirklich alles auf, jede Kommunikation, macht durch Screenshots und so weiter. Wichtig. Und vertraut nicht einfach darauf, was euch da in dieser App oder in der Baderbank-Oberfläche angezeigt wird. Das kann ich halt wirklich jedem nur empfehlen. So, wenn ihr noch Fragen habt, Anregen weniger. Die Anregungen solltet ihr dann besser an Smartbroker Plus schicken. Könnt ihr das gerne machen. Würde mich drüber freuen. Möchte euch halt auch bitten, jetzt dann halt auch ein bisschen Abstand zu nehmen, mir E-Mails zu schicken zum Thema Smartbroker. Ich kann sie nicht weiterleiten, so wie das früher mal der Fall war. Ich weiß nicht, ob sie ankommen oder gelesen werden oder irgendwas. Und ich möchte das halt auch nicht mehr. Ne? Also das ist schon mal so viel dazu. Stand heute, damit bringen wir dieses Video heute zu Ende. Stand heute, Smartbroker Plus von meiner Seite her absolut keine Empfehlung. Wie es in der Zukunft aussieht, wird man halt sehen. Und wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende, wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns auf jeden Fall, wie üblich, beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.